die Ausfälle bei beiden Mannschaften. Matt McKnight ist sicherlich der prominenteste bei den Steelers. Und jetzt kommen sie mit der Chance. Und Tor! 1-0 für die Steelers! Benjamin Zintek, der kennt das Olympiasportzentrum, hat hier gespielt im Nachwuchs beim SC Rissasee. Das ist die erste Chance für Biedigheim und da ist das Tor für die Schwaben. Zintek überwindet Andrew Hare. Und es steht wieder 1-0 für die Steelers. Das kennen sie eigentlich gar nicht anders. Sechsmal Halbfinale gegen Frankfurt und jetzt fünfmal Finale gegen Rissasee. Von diesen 11 Begegnungen haben sie 10-mal mit 1-0 geführt. Nochmal Driendl. Versucht Müller zu finden. Der kann nicht schießen. Aus dieser Position. Driendl mit dem Backhand da! Ganz, ganz sicher ist er da. Oh, und jetzt geht es ein bisschen zur Sache. Und auch Scharipov sticht einmal zu. Mit dem Backhander. Scheidepoff ist da. Und da verteidigt natürlich jeder Spieler seinen Goalie. So diskutiert, was Bulli gibt. Also doch da. Das haben sie gesagt, die Referees, wir machen Bulli. Nicht im Angriffsdrittel des SCR. Jetzt haben sie es nochmal beratschlagt und sagen, doch, wir machen jetzt doch Bulli vor dem Tor von Ilya Scharipov. Steingroß. Drittel. Müller. Diesmal andere Verteilung, der Block von Müller gegen den Block von Weller. Da ist schon Weller. Der schlägt ein! Er sieht ihn nicht! Und der schlägt ein! Was für ein Patzer vom Keeper! 2-0 für die Steelers! Sean Weller! Scheibe zum Tor bringen heißt es. Und das macht er. Und dann schlägt er neben dem Kopf ein. 38 Sekunden durch. In Drittel Nummer 2. Und die Steelers haben schon zwei Finger am Meisterpokal. Das ist, verteilt sich ein bisschen anders jetzt. Bulli gewonnen von den Steelers. Zintek, macht er das zweite heute? Nein. Jetzt vielleicht Weller. Hätte auch das zweite machen können. Zintek gegen Eder. Zintek. Johansson. Johansson mit dem Fehler. McNeely. Rammersberger. Jetzt spielen sie es heim. Weller. Wer macht's? Keiner. Eder nochmal. 40 Sekunden. Gomes. Steingroß ist da. Nochmal Driendl. Die Belka. Die Belka. Johansson winkt. Gib mir den Puck. Aber Driendl lauert noch. Eder. Abgelegt. Aber die Kombination. Eder. Johansson. Nochmal Scharipov. Und jetzt verrinnen die Sekunden. Und die Steelers-Fans zählen die Sekunden runter. Und sie wissen, jetzt ist es vollbracht. Die Billigen Steelers sind DL2-Meister 2018. Herzlichen Glückwunsch an Kevin Gaudette und seine Jungs. Die sind nie müde geworden.
nach vielen, vielen Jahren. Und da feiern sie. Und das wird eine lange Partynacht, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher.